In diesem Video erläutere ich kurz, warum ich seit einer Woche Botschafter bei K9 Sports geworden bin, und in 2 Sekunden geht's los. Ihr erinnert euch vielleicht, zumindest wenn ihr meinen Kanal abonniert habt, ich hatte in der jüngeren Zeit 3 Videos zum Thema Absturz des Gebrauchshundesports gemacht, wo ich dem Thema, warum es so rapide bergab ging in den letzten 20, 30 Jahren, einmal auf den Grund gegangen bin. Ihr habt mir da ja rund 100 Antworten auch zugeschrieben, die ich dann auch aufgegriffen habe in den Folgeteilen der kleinen Miniserie. Und bei der Beschäftigung mit diesem Thema bin ich wieder gestolpert über K9 and Sports. K9 and Sports ist eine Initiative, also kein Verband, kein Verein, sondern eine Initiative von Hundesportlern, der sich mittlerweile ganz, ganz viele Leute auch angeschlossen haben. Es gibt mittlerweile über 8000 Supporter und es gibt eine ganze Menge Botschafter aus unterschiedlichen, ja, Bereichen des Hundewesens, der Kynologie. Es sind natürlich Hundesportler, aber auch Verbandsfunktionäre dabei. Hier sind Tierärzte dabei. Also ganz, ganz viele Leute, die sich wirklich, wirklich gut mit dem Thema Hund auskennen. Und was mir an dieser Initiative eben so gut gefallen hat und warum ich jetzt mich entschlossen habe, als Botschafter mitzuwirken, sind folgende Punkte. Neben dem Aspekt, dass die Initiative verbandsübergreifend eben agiert, hier sind wirklich auch Leute aus allen relevanten Hundesport- und Hundezuchtvereinen mit im Boot, hat die Initiative hier im Schwerpunkt das Thema Öffentlichkeitsarbeit. Und das habt ihr ja auch hier in den Videos, wo ich dann eure Antworten ausgewertet habe, ganz klar gesagt, das Bild des Gebrauchshundesports, besonders des Schutzdienstes im IGP-Sport in der Öffentlichkeit, ist schlicht falsch. Das Problem hierbei ist, eigentlich macht niemand was. Und die Initiative hat jetzt hier zumindest mal auf dem Zettel als Schwerpunkt Öffentlichkeitsarbeit. Öffentlichkeitsarbeit, damit das Bewusstsein von Menschen für das Thema Gebrauchshundesport in eine Richtung verändert ist, die der Wahrheit eben viel näher kommt als die Gerüchte und Falschmeldungen, die aktuell in der Öffentlichkeit kursieren. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Was mir als weiteres hier sehr gut gefallen hat, ist, dass die was hier für die Nachwuchsförderung tun. Nachwuchsförderung war ja auch was, das ihr hier als Antworten gesagt habt, hier in dem zweiten Video um Nachwuchsförderung bei K9 and Sports. Das sieht schon nicht schlecht aus. Die haben letztes Jahr hier eine Initiative ins Leben gerufen oder Ende vorletzten Jahres. Auf jeden Fall letztes Jahr ist sie zum Tragen gekommen, wo junge Leute definiert sich jünger als 25 Jahre, bei Seminaren, bei Top-Leuten in Seminaren kostenfrei hinein konnten. Und das haben, wenn ich das richtig verstanden habe, letztes Jahr mehrere hundert Jugendliche wahrgenommen. Und die Initiative war so erfolgreich, dass sie dieses Jahr, also nächstes Jahr, da ging jetzt dieses Jahr die Liste auf, fortgesetzt wird. In den Schwerpunkten von K9 and Sports steht eben ganz klar drin Nachwuchsförderung, und die Aktion geht für mich ganz klar in die richtige Richtung. Und der dritte Punkt, den will ich auch nicht unerwähnt lassen. Was soll das überhaupt mit den Gebrauchshunden? Ja, die Gebrauchshunde, die werden am meisten gebraucht im Dienst. Und wir Hundesportler kümmern uns ja letzten Endes nur in Anführungsstrichen darum, dass die Hunde, die gezüchtet werden,
ja, letzten Endes gebrauchstauglich und in dem Kontext auch diensttauglich sind. Und daher finde ich den Schulterschluss mit den diensthundehaltenden Behörden auch einen konsequenten Schritt in die richtige Richtung. Das waren so die Hauptgründe, warum ich mich der Initiative Canine and Sports als Botschafter auch angeschlossen habe und hier zukünftig auch mit beratend und in der ein oder anderen Situation sicher auch operativ helfen werde, denn aus meiner Sicht geht das hier in die richtige Richtung und auch in die Richtung dessen, was ihr mir hier als Antwort auf meine Videos gegeben habt, als Post oder als persönliche Nachricht. Ja, soweit jetzt erstmal dazu. In Zukunft wird es also mehr von mir auch aus der Ecke Canine and Sports geben. Ich danke bis hierhin für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Sonntag.